Ich bin der Vorsitzende von Ausländerbeirat Lolla. Ja, diese Demonstration, was hier geht, ist gegen Rechtsradikalismus. Und wir unterstützen diesen Demo, weil hier gerade in unserer Gemeinde ein jesidischer Gemeindeveranstaltungsort von rassistischen Parolen beschmiert worden sind mit Hakenkreuzen. Und das gehört sich natürlich nicht für Stadt Lolla. Wir sind eine Multikulti-Stadt, wo sehr, sehr viele Ausländeranteile hier sind. Und wir leben bis jetzt immer sehr gut gemeinsam im Frieden hier. Und das möchten wir so beibehalten. Es ist auch in unseren Nachbargemeinschaften öfters mal zu Schmierereien wie auch Friedhofschändungen gekommen. Ganz speziell im Ortsteil von Lolla-Odenhausen, da ist ein jüdischer Friedhof geschändet worden, wie auch im Nachbarort von Mainzler, da sind auch Mainzler 30, da sind auch Friedhofe geschändet, wie auch Schmierereien passiert. Und das kann nicht sein. Gerade hier in einem Umkreis, wo sehr, sehr viele Ausländer sind, wo wir alle im Frieden leben. Ja, es hat in den vergangenen Wochen Ausschreitungen gegeben. Hier in Lolla zwei Ausschreitungen, aber auch in den Nachbargemeinden des Kreises. Es gab Grabschändungen, Beschmierungen an hier in Lolla, zum Beispiel an dem Haus der jesidischen Gemeinde. Und deswegen hat man sich wahrscheinlich auch Lolla mal ausgesucht, um hier eine Demonstration zu starten. Ist das das erste Mal, dass Sie als Gemeinde sich auch öffentlich dagegen wehren? Ja, mussten. Das erste Mal wehren mussten, weil in der Vergangenheit gab es überhaupt keine Vorfälle in dieser Art. Und ich habe vorhin auch schon gesagt, Lolla bietet eigentlich auch keine Plattform hierfür. Diese Plattform sehe ich eher in den Nordkreisgemeinden als in Lolla. Erstmalig seit über 20 Jahren, dass hier sowas stattfindet. Aber es ist selbstverständlich, dass man sich natürlich damit arrangiert. Ja, Werner Bastian, ich bin Betriebsratsvorsitzender bei der Bosch Thermotechnik hier nebenan hier in Lolla. Wir hatten ja bei uns an der Arbeit auch diese Schweigeminute gegen diese rechte Mordserie da von den nationalsozialistischen Werk da. Da haben wir halt auch gesagt, und wir dürfen hier bei uns in der Gegend überhaupt nicht zulassen, dass sowas hochkommt halt. Und deswegen sind wir auch hier, wir haben auch an der Arbeit aufgerufen, da dazu hier mitzumachen halt. Hätte mich halt gefreut, wenn ein bisschen mehr Kollegen hier wären. Es sind vielleicht mit 10 Leuten hier vom Boderos. Aber wichtig ist, dass man sich da zeigt. Gleich am Anfang zeigt. Und das, denke ich, muss einfach sein. Es war jetzt relativ kurzfristig geplant, das Ganze. Deshalb ist vielleicht die Beteiligung nicht ganz so groß, wie wir gedacht haben. Aber es ist ein breites Spektrum. Es sind alle Gruppen, die wir ansprechen wollten, beteiligt. Also Kirchen, Gewerkschaften, Parteien. Der Bürgermeister, haben Sie gerade eben gesehen. Im Vorfeld gab es ja ein paar Schmierereien hier in Lolla, aber wesentlich problematischer ist es im Nordkreis, also in Rabenau-Allendorf. Erstaunlicherweise, da wo wenig Migranten leben, sind die Probleme größer wie in Orten wie in Lolla, wo wir einen großen Migranteneinteil haben und auch eine funktionierende Kommune, die halt die Probleme angeht, die im Bereich der Migration auftreten. Was beobachten Sie bei der Bevölkerung, auch gerade die Beschmierung der Friedhöfe? Wie reagieren die Leute? Das ist sehr unterschiedlich. Also es gibt Menschen, die das sehr ernst nehmen. Es gibt aber auch viele, die es verharmlosen. Die sagen, naja, das sind Schmierereien, die passieren mal, das sind Einzeltäter. Da ist ein großes Problem an der Stelle. Also das Problembewusstsein ist da doch nicht ausgeprägt. Da müsste noch einiges passieren. Und immer wieder Nazi-Aufkleber und Sprühereien zu sehen. In Lolla kam es gleich zweimal zu solchen Schmierereien. Sowohl auf dem jüdischen Friedhof in Odenhausen als auch an der jesidischen Gemeinde Hessen wurden Symbole mit NS-Bezug gesprüht. Unserer Meinung nach wird es Zeit, auf die Nazis vor Ort aufmerksam zu machen, und wir fordern die BewohnerInnen der Region dazu auf, sich den Nazis, aber auch dem alltäglichen Rassismus entgegenzustellen. Es ist für uns nicht weiter hinzunehmen, dass Nazis ohne jegliche Konsequenz uneingeschränkt ihr menschenverachtendes Weltbild nach außen tragen können. Seit mehreren Jahren taucht eine Clique junger Nazis aus dem Kreis Gießen und dem Vogelsberg bei diversen Veranstaltungen mit eindeutig neonazistischen T-Shirts auf. Ob das Besuche in Jugendzentren oder auf der Kirmes waren, scheinbar ohne große Gegenwehr konnten die Nazis ihre menschenverachtende Ideologie nach außen tragen.
Der erste Organisierungsversuch war circa ab 2008 unter dem Namen Division Mittelhessen. Bis auf das Tragen von T-Shirts der Kameradschaft wurden diese kaum aktiv. Lediglich einmal tauchten Mitglieder 2008 auf einem NPD-Aufmarsch in Fulda auf. Ein weiteres Mal waren sie 2010 auf dem größten Nazi-Aufmarsch Europas in Dresden zu sehen. Die Freiheit für das Leben, Nazi von der Straße wegen! Die Freiheit für das Leben, Nazis von der Straße wegen! Nee, ich weiß das nicht, was für hier los ist. Haben Sie selbst den Faschismus erlebt? Ich? Ja, ich war im Krieg. Was denken Sie darüber, dass es jetzt wieder junge Leute gibt, die... Also, die müssen weg. Das hat keinen Wert. Wir kriegen heute Krieg. Jeder, der das hat, keinen Wert. Die können wir nicht gebrauchen. Ja, ich habe das mitbekommen, jüdischer Friedhof da oben und da hinten die christliche Gemeinde der Türken da, dass da alle Häuser beschmiert worden sind. Ich weiß nicht, was die jungen Leute sich heute denken. Was halten Sie jetzt hier von der Demo in Lolla? Ja, es muss ja mal irgendwie dem Volk gezeigt werden, was hier los ist irgendwie. Das nimmt hier langsam überhand. Ja, schon, aber ich meine, da hilft es nichts. Die Justiz soll mehr in Hand nehmen. Wenn man klaut ein Brötchen, kriegt man 2 Jahre. Wenn man schlägt einen Mann, kriegt man eine Bewerbung. Das ist ja Schande. Auf jeden Fall. Ich meine, ich habe gerade zu meiner Freundin gesagt, das ist immer eine gute Sache. Also, okay. Na, wer sich auf Friedhöfen schon so benimmt, also überhaupt so benimmt, ist schon... Ich bin eigentlich im Moment nur Beobachter, was mir eben im Lauf der Demonstration aufgefallen ist. Also als alter Demonstrant, sage ich mal, ist es ein bisschen sinnlos, einen Demozug durch so ein stilles Wohngebiet zu führen. Also das hat so den Anschein, als würde eher die Bevölkerung gemieden irgendwie. Das sind nicht die Hauptverkehrsstraßen, sondern hier ist kaum was los und für eine Demo ist das recht schade. Das ist so meine Meinung dazu. Sie haben nicht das Gefühl, dass die Anwohner mitbekommen, worum es eigentlich geht? Also im Moment sind immer noch Osterferien, also die Städte sind alle noch so ein bisschen leer und das ist ein stilles Wohngebiet hier. Ich hätte mir einfach gewünscht, dass das einfach an zentralen Orten stattfinden würde oder vielleicht kommt das ja noch. Ne? Aber grundsätzlich, was beobachten Sie so, was Neonazi-Szene angeht? Sehen Sie das als Gefahr oder eher als... Das ist immer eine Gefahr. Allerdings, die Extreme sind auf beiden Seiten gefährlich. Das ist meine persönliche Meinung. Ich bin über 50, ich bin ein älterer Mensch und Extreme sind in allen Lagern gefährlich. Natürlich, wenn die hier Anlass haben zu protestieren, d'accord, keine Frage. Es wird sich sowieso nichts ändern hier in Deutschland. Aber jetzt gehen ja Leute auf die Straße. 80% der Deutschen, die für Ausländer sind, die gerade demonstrieren, sind im Endeffekt dagegen 99%. Das ist so. Ich wohne seit 40 Jahren in London und ich weiß, wie die Deutschen denken, obwohl sie selber Deutsche sind. Also Mehmet Handri Verdi, Stadtverordneter in Gießen. Ich bin Ehrenvorsitzender der Deutsch-Kurdischen Gesellschaft. Präsident der Bundesarbeitsgemeinschaft der Migrantenverbände wohne in Gießen. Ich habe gehört, dass diese Demo hier stattfindet gegen rechtsradikale Tendenzen, Schmierereien an die Wände der jesidischen Gemeinde in Hessen, hier in Lolla. Wir als deutsch-kurdische Gesellschaft haben gleich nach Bekanntwerden dazu Stellung genommen und auf diese rechtsradikale Tendenzen in der Region aufmerksam gemacht. Wir sind schon empört, dass in unserer Region auch diese Entwicklung gibt, dieser verstärkte Rassismus. Ich finde es gut, dass die Zivilgesellschaft dazu sich äußert und ein Signal setzt.